Hallo, in diesem Video geht es um den Satz von Bekker-Lindelöf. Es geht um die Lösbarkeit von Differentialgleichungen. Das ist, was ich besprechen wollte. Was ist das mathematische Problem? Dann zweitens, was ist der Satz von Bekker-Lindelöf? Dann wollte ich zwei Beispiele mit biologischer Motivation geben und dann eine kurze Skizze vom Beweis. So, was ist das Problem? Man hat also eine Differentialgleichung erster Ordnung, dy dx ist gleich f von x, y und einen Anfangswert. Also wenn ich sage Lösung, dann möchte ich gerne y von x haben. Also ich möchte Vorhersagen machen, wie y für alle x aussieht. Das ist ein deterministisches Problem. Also bevor wir jetzt versuchen, die Differentialgleichung zu lösen, sollten wir uns zwei Fragen stellen. Erstmal, existiert überhaupt eine Lösung? Nur dann sollte ich Zeit investieren, die Differentialgleichung zu lösen. Die zweite Frage ist, wenn es eine Lösung gibt, ist sie auch einzigartig? Also wenn ich Vorhersagen machen möchte, dann muss ich natürlich wissen, dass ich die richtige Lösung habe und dass sie einzigartig ist. Also hier ist der Satz von Bekker-Lindelöf. Er hat auch verschiedene Namen. In diesem Theorem oder Satz geht es um die Existenz und Einzigartigkeit von Anfangswertproblemen. Also hier ist wieder unser Problem. dy dx ist f von xy mit dem Anfangswert. Existiert eine Lösung? Ja, wenn f von xy in der Nähe von x0y stetig ist, also es hat keine Sprünge. Nächste Frage ist, ist sie auch einzigartig? Ja, falls f auch lokal Lipschitz stetig ist in y. Das heißt, die partielle Ableitung df nach dy ist nach oben abschätzbar. Also ich wollte erstmal mit zwei Beispielen anfangen, mit biologischer Motivation. Erstens, ich schaue mir dy nach dx an, was gleich y durch x ist. Das ist mein f von xy und ein Anfangswert. Um das zu motivieren, dachte ich mir, man könnte das als Orbit in der xy-Ebene betrachten. Also nicht, es geht hier nicht um die Zeitabhängigkeit, sondern um einen Orbit, um die Trajektorie in der xy-Ebene. Also y könnte zum Beispiel die Menge der E. coli-Bakterien sein und x könnte die Menge der Bacillus subtilis-Bakterien sein. Und wie man hier links und rechts sieht, die wachsen exponentiell an. Und das entspricht ungefähr den Daten, bevor es dann die stationäre Phase übergeht. Und hier ist die Differentialgleichung für die Bacillus subtilis. Also wenn ich die beiden Gleichungen, die wo man sieht, dass die exponentiell wachsen, wenn ich die durcheinander teilen würde, dann bekomme ich meine Gleichung, die ich mir anschauen möchte, hier oben. Jetzt schauen wir uns erstmal die Existenz an. Also wir haben f ist gleich y durch x. Das heißt, es ist stetig, solange x nicht 0 ist. Und an der Stelle x gleich 0 ist es nicht mal definiert, weil ich durch 0 teile. Das heißt, das Existenztheorem, das sagt, dass eine Lösung existiert, solange x nicht gleich 0 ist. Das Existenztheorem macht allerdings keine Aussage darüber, ob eine Lösung existiert, wenn x gleich 0 ist. Als nächstes schauen wir uns die Eindeutigkeit an. Also die Funktion f ist Lipschitz-stetig in y, solange x nicht wieder 0 ist. Das heißt, die ist differenzierbar. Also wir können es so sehen, wenn wir die partielle Ableitung bilden, dann und den Absolutbetrag, dann ist Absolutbetrag von 1 durch x kann man immer nach oben abschätzen durch eine Lipschitz-Konstante, solange man halt von der 0 entfernt ist. Also es existiert ein Epsilon größer 0, für das es eine eindeutige Lösung y von x für das Anfangswertproblem gibt in einem Intervall um die Anfangsbedingung. Wie sieht die Lösung aus? Ich benutze jetzt die Trennung der Variablen, also ich bringe alle y auf die linke Seite und alle x auf die rechte Seite. Und dann kann ich das integrieren. Dann bekomme ich diese lineare Gleichung raus, wo die Steigung c gegeben ist durch die Anfangsbedingungen y0 und x0. Also hier sieht man schon, dass zwei Dinge falsch laufen können, wenn x gleich 0 ist. X gleich 0 bedeutet, es geht hier um die y-Achse. Also ich kann mir zum Beispiel erstmal den Punkt, die Anfangsbedingung 0, y0 anschauen auf der y-Achse. Das heißt, eine Gerade, die durch diesen Punkt gehen würde, wäre senkrecht. Das ist keine eindeutige Funktion, also keine Lösung. Man kann es auch so sehen, ich kann mir die Gleichung anschauen und den Anfangswert einsetzen. Dann habe ich hier y0 auf der linken Seite und c mal 0 auf der rechten Seite. Die Gleichung ist nicht erfüllbar. Auf der anderen Seite kann ich mir den Nullpunkt anschauen. Da sieht man, dass die Anfangsbedingung immer erfüllt ist. Allerdings ist es für beliebige c. Also ich habe unendlich viele Lösungen.
Also es gibt hier Einschränkungen. Das T macht nur Aussagen darüber aus in der Umgebung von x0, y0. Also wenn ich von der Umgebung weggehe, kann ich keine Aussage machen, es könnte keine Lösung geben, was auch immer. Das Theorem ist kein Dann- und Nur-Dann-Theorem. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, macht das Theorem keine Aussage. Also es kann immer noch sein, dass es eine Lösung gibt, und es kann sogar eine eindeutige Lösung geben, selbst wenn das Theorem nicht zutrifft. Das zweite Beispiel schaue ich mir jetzt mal an. Das ist dy nach dx ist gleich minus x durch y. Das motiviere ich mir jetzt wieder durch den Orbit, aber in diesem Fall schaue ich meine Räuber-Beute-Dynamik an. Also die Räuber hier haben die gleichen dx nach dt ist gleich y. Das heißt, je mehr Beute da ist y, desto stärker wächst die Räuber an. Auf der anderen Seite, die Beute ist dy nach dt ist gleich minus x. Also je mehr Räuber ich habe, desto weniger Beute habe ich. Das ist motiviert durch historische Daten hier über, es geht um die Hasen und Luchse. Man sieht hier gerade auf der rechten Seite, dass wenn die Hasen hoch sind, dann sind die Luchse weiter unten und wenn die Luchse dann oben sind, sind die Hasen unten. Also mal die 90 Grad Phasenverschiebung. Also wenn ich das jetzt lösen möchte, dann kann ich wieder die Trennung der Variablen machen. Ja, dann bekomme ich die Kreisgleichung raus, wobei der Radius hier durch die Anfangsbedingungen gegeben ist. Man kann auch die ursprünglichen Differentialgleichen hernehmen, die einander einsetzen, dann sieht man, dass es die Kreisbewegung ist mit der Kreisfrequenz 1. Hier steht normalerweise Omega Quadrat. Also man sieht natürlich auch hier, wenn ich jetzt nach y nach y auflöse, dann bekomme ich y gleich plus minus die Wurzel. Das heißt, ich habe eigentlich keine eindeutige Lösung. Jedoch geht es hier in dem Theorem nur um die lokale Lösbarkeit. Und das ist gewährleistet, wie man hier in diesem Beispiel hier sehen würde. Jedoch passieren Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie nicht in y gleich 0 stetig ist und die ist auch nicht definiert und sie ist auch nicht Lipschitz stetig in y gleich 0. Die partielle Ableitung wäre x durch y Quadrat und es ist nicht Lipschitz stetig für y gleich 0. Also es gibt Probleme auf der x-Achse diesmal, also für y gleich 0. Also ich kann zum Beispiel mir den Anfangswert anschauen auf der rechten Seite hier. Dann sieht man jetzt genau das Problem, dass es keine eindeutige Lösung gibt. Wenn ich ein bisschen x nach links gehe, dann habe ich hier eine positive und eine negative Lösung für y. Ich kann mir auch den Ursprung hier anschauen. Das heißt, der Kreis würde zum Punkt werden. Ich habe eine Singularität und keine gültige Lösung. Jetzt als Bemerkung an der Seite, man sieht natürlich jetzt, wenn man unsere Gleichungen anschauen würde, dass die Lösung oszilliert und auch negativ werden kann. Um das zu verbessern, kann man das, also man kann das Modell realistischer machen und dann bekommt man diese Lotka-Volterra-Gleichung. Also man kann zum Beispiel sagen, dass die Beute hier, dass die sich vermehrt, nur wenn schon Beute da ist. Also Hasen können sich nur vermehren, wenn Hasen da sind. Das ist der erste Term. Und dann können die auch nur dezimiert werden, wenn die Beute und Räuber sich treffen. Also x mal y, der Term. Dann die Räuber, das ist wieder der Term x mal y, die müssen sich treffen, damit die Räuber die Beute erwischen. Und die Räuber können auch dezimiert werden, wenn es zu viele gibt. Dann sieht man, dass das positiv ist, die beiden Spezien, und das ist sozusagen biologisch realistischer. Also hier ist noch kurz die Skizze vom Beweis. Also es geht in gewisser Weise darum, den Fixpunktsatz von Banach anzuwenden oder den Kontraktionsabbildungssatz. Also hier ist wieder unser Problem. Wir können es äquivalent umwandeln, indem wir das einmal integrieren. Dann ist das äquivalent zu dieser Gleichung. Y von x minus y0 ist dieses Integral auf der rechten Seite. Das hat jetzt den Vorteil, weil wir das als iteratives Problem betrachten können. Dann gibt es jede Menge Konvergenz- und Existenztheoreme, die wir anwenden können. Also man kann die Idee ist jetzt, dass man hier eine Annäherung für y einsetzt auf der rechten Seite und dann bekommt man eine verbesserte Approximierung auf der linken Seite heraus. Und das ist genau, was diese BK-Iteration macht. Also ich setze hier zum Beispiel auf der rechten Seite meine Anfangsbedingungen ein, dann bekomme ich meine erste Annäherung y1 raus. Die kann ich dann wieder einsetzen, dann bekomme ich y2 raus und so weiter. Am Ende kann ich das allgemein so schreiben. Und das ist meine Abbildung T, die yi auf yi plus 1 abbildet. Also diese Folge von yi, wenn die konvergiert, dann ist es der Fixpunkt dieser Abbildung. Das heißt, ich setze y von x ein, dann wird es auch y von x abgebildet.
Das ist dann auch die Lösung des Anfangswertproblems. Das sieht man einfach an dieser Gleichung hier. Wenn ich hier y von x einsetze und y von x rausbekomme, dann ist das die Lösung meiner Gleichung, die ich haben möchte. Die Folge konvergiert dann zu einem eindeutigen Fixpunkt, und das ist der Satz von Banach. Wenn y i plus 1 t von y i eine Kontraktion ist, das heißt, die Punkte werden näher zusammengebracht. Was ist eine Kontraktion? Also die Abbildung t ist genau dann eine Kontraktion, wenn sie auch Lipschitz stetig ist. Das ist in gewisser Weise das Gleiche. Das heißt, ich habe eine Metrik d, wo die abgebildeten Punkte t von yi und t von yj näher zusammenrücken als die ursprünglichen Punkte. Also die Lipschitz-Konstante ist kleiner 1.